So Leute, heute gibt es ein Video von mir über die Fritzbox, wie man sich ein VPN einrichten kann, so damit jeder Windows 10 PC oder jeder Windows PC sich mit einem Fernzugang auf euer Netzwerk, also euer VPN, einwählen kann. Dazu gibt es zwar schon ein paar Videos, nur ich finde keins wirklich informativ und ich habe echt lange gebraucht, bis ich es selber hinbekommen habe. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt für euch ein leicht verständliches Video, weil die anderen ja, finde ich nicht so gut. Okay. Und deswegen schaut zu und dann könnt ihr es einfach nachmachen, ohne lange rumzusuchen. Und dann legen wir mal. Also, was brauchen wir? Natürlich eine Fritzbox. Dann noch zwei Tools. Finden wir auf der Fritzbox-Seite unter AVM Service VPN Übersicht. Hau ich euch in die Beschreibung. Da müsst ihr da nicht lang suchen. Und dann scrollen wir hier ganz runter. Habe ich auch erst nicht gefunden, aber ganz unten. Und dann ganz, ganz unten ist es das erste Programm, das wir brauchen. Das ist der Fernzugang. Einrichten heißt es, auch sehr toller Name. Auf jeden Fall klicken wir auf Download und laden das runter. Das habe ich schon gemacht. Dann entpacken wir es und installieren. Das kriegt er selber noch hin. Und dann brauchen wir eben noch den Fernzugang. Der kommt dann auf den anderen PC drauf, mit dem ihr euch ins VPN einklinken wollt. Dann nehmen wir halt je nachdem, welches Betriebssystem ihr habt: Windows 10, Windows 8, Windows 7. Ich habe jetzt Windows 10, das habe ich auch schon runtergeladen und entpackt und installiert. Wichtig dabei ist, nach dem Installieren den PC neu starten, sonst kann es sein, dass es nicht geht. Dann brauchen wir auf unserer Fritzbox, loggen wir uns erstmal ein und dann müssen wir erstmal einen Nutzer für den VPN-Zugang einlegen. Dafür klicken wir hier auf System und dann auf Fritzbox Nutzer. Ihr seht, hier habe ich schon ein paar angelegt. Wir brauchen jetzt einen neuen für euch. Dann seht ihr alles, wie es funktioniert. Dann nehmen wir jetzt einen Benutzername, dann nehmen wir jetzt keine Ahnung, Test. Dann eine E-Mail-Adresse. Die muss nicht mal existieren, nur ein Add und ein Punkt muss dabei sein, test.de. Und dann ein Kennwort, dann nehmen wir jetzt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacker. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hacker. Passt. Ist jetzt Mittel, okay. Hier ist wichtig, dass der Haken gesetzt ist, Zugang aus dem Internet erlauben. Die Haken müssen dementsprechend aus sein, weil sonst kann man den hier unten nicht anwählen oder sonst springt der Haken hier oben mal wieder raus. Also müsst ihr die einfach auch lassen, hilft nichts. Und wichtig ist hier unten eben VPN anzuhaken. Und genau, dann haben wir es auch schon. Jetzt klicken wir auf Übernehmen. Dann müssen wir das auf unserer Fritzbox bestätigen. Entweder er geht zu eurer Fritzbox, wenn die in der Nähe ist und drückt auf eine Taste oder ihr nehmt wie ich ein Telefon und ballert einfach den Code, der hier steht, ein. Das mache ich jetzt schnell. Und dann anrufen. Jetzt klicke ist okay. Klicke ich hier auch nochmal auf okay. Wieder aufgelegt. Und ja, jetzt können wir gleich schon mal die iOS und Android Einstellungen sehen für den VPN. Und über das geht aber das Video nicht, weil da gibt es genug andere, die das fast genauso schön erklären. Also das einfach beim Handy eingeben und wenn ihr nicht wisst, wie es geht und wissen wollt, dann schaut euch einfach ein anderes Video an. Oder ihr schreibt mir in die Kommentare, dass ich darüber auch noch ein Video machen soll. Je nachdem. Okay, das machen wir jetzt wieder zu. Und jetzt brauchen wir eben ein. Jetzt gehen wir unter Internet. Und da gehen wir jetzt unter Zugangsdaten. Dann gehen wir hier unter. Ah, sorry, unter Freigaben gehen wir. Dann gehen wir hier auf VPN. Und hier klicken wir jetzt neue Verbindung hinzufügen. Hier klicken wir dann Ferngang für einen Benutzer einrichten. Klicken wir auf Weiter. Und ja, das haben wir ja gerade gemacht eben. Sorry, da habe ich mich jetzt gerade verklickt. Da werdet ihr dann automatisch
hingeleitet. Aber das haben wir gerade gemacht und jetzt müssen wir leider nochmal zurückgehen. Das war jetzt mein Fehler. Vielleicht schneide ich es auch raus. Nochmal unter VPN, VPN-Verbindung hinzufügen. Und jetzt hier ganz unten müsst ihr eine VPN-Konfiguration aus einer vorhandenen VPN-Einstellungsdatei importieren. Die haben wir jetzt noch nicht, die müssen wir erstellen. Und dafür brauchen wir eben diese Programme, die ich euch hier gerade runterladen habe lassen. Und da brauchen wir dieses Einrichtungsfernzugang. Und das habe ich jetzt hier schon offen. Das habt ihr auch jetzt dann schon installiert. Und da klicken wir einfach auf Neu. Klicken wir hier Fernzugang für einen Benutzer einrichten. Dann hier PC mit Fritz Fernzugang verbinden. Dann geben wir die E-Mail-Adresse ein von dem Benutzer, den ich vorher angelegt habe. Das war ja test@test.de. Und dann geben wir eben die Domain von meiner Fritzbox ein, also diese Webdomain. Die finden wir. Ja, hier finden wir sie zum Beispiel, aber unter der Übersicht finden wir sie wahrscheinlich leichter. Okay. Wo finden wir die? Ich habe die mir jetzt immer gespeichert. Und genau mein Fritz-Konto. Da, wenn ihr das noch nicht eingerichtet habt, dann macht es einfach mal. Gibt es einen Assistenten, ist ganz leicht. Und hier finden wir die MyFritz. Der Zugang übers Internet. Wenn wir das ins Internet eingeben, kommen wir auch direkt auf die Fritzbox. Dauert jetzt kurz, weil ich gerade was runterlade. Aber gut, diesen Link eben gebt ihr hier dann in dem Einrichtungsprogramm ein. Klickt ihr auf Weiter. Dann stellt, also ihr habt wahrscheinlich alles auf Standard gelassen, deswegen könnt ihr das hier so lassen. Ich habe jetzt hier andere IP-Adressenbereiche und die wären so. Genau. Ah, zurück. Das wäre dann, und hier kann man jetzt eben die IP-Adresse auswählen, die der Benutzer bekommen soll. Da müsst ihr schauen, dass die IP-Adresse nicht doppelt vergeben ist. Zum Beispiel bei mir weiß ich jetzt, dass 209 noch nicht vergeben ist. Und das stellt ihr dann eben ein. Wie gesagt, wenn ihr nichts umgestellt habt von den IP-Adressenbereichen, lasst es auf Werkseinstellungen. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, alle Dateien über VPN-Tunnel senden. Wenn ihr wollt, dass wirklich jede Verbindung über das VPN geht, dann müsst ihr das anhaken. Ansonsten werden nur die Verbindungen, die wirklich in das Netzwerk gehen, darüber geleitet und alles, was ins Internet geht, läuft eben nicht über den VPN. Also für Sicherheit würde ich jetzt mal VPN-Tunnel senden drin stehen lassen. Dann habt ihr auch die Garantie, dass wirklich alles über den VPN läuft. Genau, dann macht ihr weiter. Und dann klickt ihr hier auf Konfigurationsdateien exportieren und auf Fertigstellen. Dann klickt ihr hier auf VPN-Einstellungen speichern unter. Ich mache jetzt mal Desktop, weil der erzeugt jetzt die Dateien. Und er erzeugt zwei Dateien, einmal eine Datei für den Router und einmal eine Datei für das Verbindungsprogramm. Gut, ich klicken wir auf Speichern, klicken wir OK. Hier steht jetzt zum Beispiel VPN-User, das ist also die User-Datei. Und hier hätten wir jetzt auch noch die Möglichkeit, die Datei zu verschlüsseln, ist aber jetzt nicht notwendig für mehr Sicherheit. Würde ich jetzt, also solange ihr die Datei jetzt nicht ins Internet stellt oder so, würde ich auf eine Verschlüsselung hier verzichten. Das ist jetzt eben die zweite Datei, da steht eben Fritzbox davor. Die speichere ich jetzt auch auf dem Desktop und klick OK. Jetzt sehen wir hier, ist eben die Fritzbox angelegt plus der Benutzer. Und jetzt haben wir die da zwei Dateien. Die befinden sich jetzt bei mir hier auf dem Desktop. Und jetzt brauchen wir das Programm nicht mehr, also das können wir jetzt minimieren oder schließen. Und hier habe ich jetzt schon das andere Programm, mit dem ihr euch dann die VPN-Verbindung aufbaut. Die heißt eben Fritz Fernzugang. Und hier importieren wir die VPN-User-Datei. Ganz einfach hier oben draufklicken auf Import. Dann am Desktop die Datei natürlich suchen, öffnen, kurz warten und dann erscheint hier eben ein Computer mit der eurer Adresse.
Jetzt funktioniert die Verbindung noch nicht, da wir erstmal die Datei auf der Fritzbox importieren müssen, also die andere Datei. Dazu gehen wir wieder auf Freigaben, VPN und klicken hier auf VPN-Verbindung hinzufügen. Dort wählen wir dann, wie vorher schon, eine VPN-Konfiguration aus vorhandener VPN-Einstellungsdatei importieren. Diese haben wir ja gerade erstellt. Da klicken wir jetzt eben, suchen wir wieder die Fritzbox-Datei, also die andere, und klicken auf Öffnen. Hier, falls ihr jetzt vorher ein Kennwort gewählt habt, müsst ihr hier eben den Haken setzen und das Kennwort eingeben. Haben wir jetzt nicht gemacht, deswegen brauchen wir das nicht. Dann klicken wir auf OK. Wollen Sie die Einstellung aus der Datei jetzt laden? Ja, will ich. Und dann geht es weiter. Jetzt dauert es kurz. Jetzt lädt er die Datei hoch auf die Fritzbox. Jetzt brauchen wir dann bald wieder unser Telefon. Denn jetzt kommt dann die Abfrage oder die Bestätigung nochmal. Wie gesagt, da könnt ihr auch einfach auf eurer Fritzbox eine Taste drücken. Und ja, dann habt ihr das. Kann ich euch noch kurz sagen, für was braucht ihr ein VPN? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Amerika seid und ihr wollt in euer Netzwerk zu Hause euch einklinken, weil da euer Raspberry Pi oder irgendwas steht oder euer Smart Home steuern wollt, dann könnt ihr zum Beispiel eine VPN-Verbindung aufbauen und dann ist es so, wie als wärt ihr mit eurem Laptop in Amerika, in Deutschland, in eurem Heimnetzwerk. Genau. So. Jetzt haben wir hier, sehen wir hier, Test, nicht Test, nein, testtest.de. Genau, das haben wir jetzt gerade angelegt, der IP-Bereich, den ich ihm zugewiesen habe. Und jetzt können wir schnell schauen, ob es funktioniert. Das funktioniert jetzt natürlich nicht in unserem eigenen Netzwerk, weil es wäre dumm, sich von unserem eigenen Netzwerk ins eigene Netzwerk einzuwählen, deswegen funktioniert es nicht. Deswegen mache ich jetzt hier mit meinem Handy einfach schnell einen Hotspot auf, um euch zu demonstrieren, dass es wirklich geht. Hier habe ich auch einen lustigen Namen für das Netzwerk gewählt: Martin Router King. Sparwitz. Okay, das verbindet sich jetzt. Ja, jetzt habe ich leider meinen Download abgebrochen, aber okay. Und jetzt können wir hier auf Verbindungsaufbau. Da können wir jetzt ein Passwort setzen, wissen wir aber nicht. Und Verbindung zum Aufbau. Ja, Verbindung wird aufgebaut. Jetzt habe ich das Passwort rausgefunden. Wie gesagt, das Passwort muss man nicht setzen. Ich habe es von einem früheren Versuch gesetzt und ihr seht, war nicht so schlau, weil ich wusste es jetzt schon fast nicht mehr. Und jetzt seht ihr hier Verbindung aufgebaut. Und ihr könnt jetzt auch theoretisch über Can You See Me die IP-Adresse überprüfen, was ich jetzt nicht mache, weil sonst seht ihr meine Local IP-Adresse. Auf jeden Fall ist die Verbindung jetzt aufgebaut und ihr habt sozusagen einen VPN-Tunnel. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, Abo, Glocke, Pipapo. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und es war einigermaßen verständlich. Wenn nicht, wie gesagt, Kommentare und ich freue mich über jeden Kommentar. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Happy VPN-Tunneling und dann Peace out.